Wenn Sie schon länger die Gottesdienste von Hour of Power sehen, dann wissen Sie, wie wichtig uns Lebensgeschichten sind. Wir haben in der Vergangenheit viele erstaunliche, unglaubliche Lebensgeschichten gehört und heute haben wir eine weitere davon für Sie. Ihr Name ist Sarah Sherman. Als erstes bin ich über ein YouTube-Video gestolpert, das bis dahin schon etwa 13 oder 14 Millionen Mal angesehen wurde. In dem Video sieht man, wie Sarah zum ersten Mal in ihrem Leben hört. Sarah wurde taub geboren und sie wird uns gleich ihre Geschichte erzählen. Durch eine neu entwickelte Behandlungsmethode konnte Sarah zum ersten Mal in ihrem Leben hören. Und ihr Mann hat diesen Moment auf Video festgehalten und ins Internet gestellt. Schauen Sie sich das Video an. It's like so close. There you go. Right over it. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting. Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? I don't want to hear myself cry. Can you hear me? Can you hear your voice? Does your voice sound pretty loud? No, not really. Well, that's good. My laughter sounds loud. Yeah, you'll get used to all of that over time. Bitte begrüßen Sie mit mir Sarah Sherman. Hallo Sarah. Das ist so bewegend. Ich weine nicht oft, ich würde sagen höchstens ein- oder zweimal im Jahr. Aber als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht warum, es ist einfach so ergreifend, das mitzuerleben. Es gibt tausende Menschen mit einer Hörschwäche, die Hour of Power sehen. In Amerika strahlen wir mit Untertiteln aus, damit jeder die Sendung verfolgen kann. Ich dachte, Mensch, es wäre großartig, wenn Sie bei Hour of Power zu sehen wären. Sie glauben auch an Gott. Es wäre toll, Ihre Geschichte zu hören und wie es Ihnen seitdem ergangen ist. Als Einstieg, erzählen Sie uns, wie es dazu gekommen ist. Sie sind taub geboren, nicht wahr? Das stimmt, das ist eine genetische Abnormalität. Die Kombination der DNS meiner Eltern hat dazu geführt, dass sich die Härchen in meinem Innenohr nicht gebildet haben. Sie konnten nichts hören, aber dann passierte etwas. Ihr Mann Sloan fuhr die Straße entlang und hörte Werbung für eine neue Art Operation, ist das richtig? Genau, vor ungefähr 6 oder 7 Jahren waren wir bei der Baylor-Universität. Ich wollte herausfinden, was die Ursache für meine Taubheit war und ob man etwas dagegen unternehmen konnte. Damals haben sie einige Tests mit mir gemacht und festgestellt, dass es ein Problem im Innenohr war. Sie sagten mir, dass gerade an etwas gearbeitet wurde, was bei mir funktionieren würde. Ich wäre aber niemals für Cochlea-Hörgeräte geeignet, weil das einen anderen Teil des Ohrs betrifft. Sloan fuhr also die Straße entlang und hörte eine Radiowerbung. Er hörte die Werbung für Esteem-Implantate von Envol Medical. Er hat sich sofort bei mir gemeldet. Geh online und suche danach. Das ist die Operation, auf die du gewartet hast. Sie gingen online, suchten danach, aber dann die große Enttäuschung. Ich meine, Sie haben etwas herausgefunden, oder? Ja, ich nahm Kontakt auf und ließ mir Material zuschicken. Und dann telefonierte ich mit einer Dame der Firma. Wir unterhielten uns und ich stellte alle meine Fragen. Irgendwann kamen wir dann auf die Kosten zu sprechen und sie sagte mir, dass es $30.000 kostet und dass die Versicherung es nicht übernimmt. Aber wie konnten Sie die Operation bezahlen? Oh, um es kurz zu machen, ich war am Boden zerstört und legte einfach auf. Dann rief ich meinen Mann Sloan an. Wissen Sie, in meinen Augen hätten Sie genauso gut auch 30 Millionen sagen können. Es war einfach unerschwinglich für uns. Aber er sagte nur, denk nicht einmal darüber nach. Ruf die Frau zurück und stell deine restlichen Fragen. Es wird geschehen. Ich erfuhr, dass es nicht nur $30.000 waren, sondern sogar $30.000 pro Ohr. Also weinte ich am Telefon vor einer vollkommen Fremden und ich sagte, davon muss ich mich wohl verabschieden. Aber Sloan sagte, mach dir keine Sorgen. Ich verkaufe eine Niere, ich gehe zur Armee, ich verkaufe das Haus, ich werde tun, was auch immer nötig ist. Ja, sicher. Ich konnte nur einer dieser Optionen zustimmen. Natürlich. Wie haben Sie das Geld bekommen? Nun, meine Schwiegermutter kam, nachdem sie ein paar Wochen darüber gebetet hatte, eines Tages zu uns. Sie sagte, wisst ihr, ich glaube, Gott möchte, dass ich meine Ersparnisse abhebe und euch das Geld gebe. Sie sagte, ich habe zwar nur genug für ein Ohr, aber ich spüre, dass ich das tun sollte. Ich verstehe.
Die gesamten Ersparnisse ihrer Schwiegermutter waren etwa $30,000. Und sie musste alles abheben, weil es ihr wichtig geworden war, dass sie hören können. Ganz genau. Für mich ist das einfach so berührend, dass sie bereit war, so viel aufzugeben, damit sie hören können. Ja, es hatte definitiv einen bitteren Beigeschmack für mich. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass sie gerade Witwe geworden war. Also war ich natürlich hin und her gerissen. Ich dachte immer, wenn am nächsten Tag etwas passiert und sie wegen einer Verletzung oder so etwas nicht mehr arbeiten könnte, hätten diese $30,000 sie versorgen sollen. Ja. Also war ich natürlich vollkommen berührt, geehrt und einfach nur überrascht, dass sie bereit war, das zu tun. So konnten sie also nur ein Ohr machen lassen. Und das war das erste Mal, dass sie hören konnten? Zum ersten Mal, wie war das? Ich meine, zum allerersten Mal zu hören. Oh, da waren so viele Emotionen, die durch meinen Kopf rasten. Ich hatte die Operation bereits im August und man wartet 8 Wochen lang, bevor sie es anschalten. Das waren die längsten 8 Wochen meines Lebens. Natürlich. Sie können sich vorstellen, wenn man 8 Wochen lang Zeit hat, dann schleicht sich Angst ein. Auch wenn es etwas war, was ich immer wollte und die Wissenschaft dahinter steht und garantiert, dass es klappt. Ein Teil von mir dachte immer noch, was ist, wenn Sie es anschalten und ich es nicht mag? Sie wissen schon, oder wenn es nicht funktioniert. Aber der andere Teil von mir dachte, ich will, dass es schneller geht, damit das Gerät endlich angeschaltet wird und ich es erleben kann. Ich möchte Sie immer noch fragen, wie es sich anhört, aber ich glaube, das ist unmöglich zu beantworten. Aber das, was Sie hören, klingt das jetzt so, als wenn Sie ganz normal hören könnten? Ich meine, können Sie Musik hören und all das? Davor hatte ich bilateral 85 Dezibel Verlust. Oh, auf Deutsch bitte. Bilateral 85 Dezibel Verlust bedeutet etwa eine auf Hochtouren laufende Kettensäge. Ich brauchte eine Kettensäge auf Hochtouren direkt neben mir, damit ich überhaupt etwas wahrnehmen konnte. Okay. Mit dem Implantat haben Sie mich auf 40 Dezibel Verlust gebracht. Ein Durchschnittsmensch hat etwa 10 Dezibel Verlust. Also liege ich noch ein bisschen zurück. Sie sind also wie ein alter Mann. Ganz genau, klingt gut, ja. Alles klar. Sie konnten auf einem Ohr hören und hörten sich zum ersten Mal weinen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie Sie sprechen können. Ich meine, Ihre Aussprache ist perfekt, abgesehen von einem leichten texanischen Akzent. Wenn Sie taub waren, warum können Sie sprechen? Meine Eltern haben es mit etwa 18 Monaten bemerkt und mit etwa 2 Jahren bekam ich Hörgeräte. Ich ging auch sehr bald auf eine Schule für Gehörlose. Ich bekam Sprachtherapie und Sprechunterricht. Ich glaube, es war all dieser spezielle Unterricht. Auch als ich dann auf eine öffentliche Schule ging, bekam ich Sprachtherapien und so weiter. Ich habe es immer geliebt zu lesen. Ich hatte eine Leidenschaft für die englische Sprache und für Grammatik und ich konzentrierte mich sehr auf die Menschen. Man beobachtet, wie sich ihre Zunge bewegt, ihre Zähne, ihr Mund. Ja, wenn Sie das vorher gemacht hätten, wäre ich verloren gewesen. Ja, also können Sie von den Lippen lesen? Ja, gar kein Problem. Ich verstehe. Dann kamen Sie in eine TV-Show. Ihre Geschichte geht schließlich noch weiter. Ellen DeGeneres sah Ihr Video und so wie ich waren Sie sehr berührt. Sie bat Sie, in Ihre Sendung zu kommen. Erzählen Sie uns, was dort passierte. Als Sie anriefen, sollten nur Sloan, unsere Töchter und ich in die Sendung kommen. Eine der Fragen, die Sie vorher stellten, war, ob es jemanden gab, dem ich in der Sendung danken wollte. Ich sagte ja und musste schlucken. Ich erzählte Ihnen von meiner Schwiegermutter und wie sie ihre letzten Ersparnisse abgehoben hatte. Und Sie sagten okay. Sie sagten wörtlich, wir werden uns etwas Nettes für Sie ausdenken. Ich dachte an einen Wellness-Tag oder eine neue Handtasche oder sowas. Ich konnte es kaum erwarten. Wir flogen gerade zurück nach Hause. Wir waren in New York in der Today Show gewesen. Sie riefen Larry an und baten sie, mit uns zu kommen. Wer ist Larry? Meine Schwiegermutter. Ah, okay. Schließlich gingen wir alle hin. Ich war aufgeregt, weil ich dachte, dass sie ihr in der Sendung einen Gutschein für den Wellness-Tag überreichen würden. Ellen sagte, wissen Sie, ich glaube nicht, dass eine Familie so zu kämpfen haben sollte. Also wird nicht nur Envoy Medical ihr anderes Ohr kostenlos behandeln, sondern... Und dann holt sie diesen riesigen Plastikscheck über $30,000 hervor, um Larry alles zurückzuzahlen. Wow, das ist wundervoll. Großartig. Also hat Ellen DeGeneres ihrer Schwiegermutter alles zurückgezahlt, was sie für ihr erstes Ohr bezahlt hat und ihnen ihr zweites... Implantat kostenlos gegeben. Sie haben jetzt beide. Richtig. Aber eine kleine Besonderheit sollte ich noch erwähnen. Ja. Bevor wir in der Ellen-Show waren, hatte meine Schwiegermutter eine Freundin in Nashville, Tennessee, besucht. Sie flog mit dem Flugzeug zurück und sie kamen in ein Gewitter. Sie hatte einen Fensterplatz. Sie saß also dort mitten in der Nacht und blickte aus dem Fenster, während sie durch die Wolken flogen und die Blitze zuckten. Sie erzählte mir, dass ein Teil von ihr Angst hatte, weil es einfach verrückt war, jetzt dort oben zu sein. Aber ein anderer Teil von ihr saß dort, blickte aus dem Fenster und war einfach von Ehrfurcht ergriffen.
Das war in einer Zeit ihres Lebens, in der sie gerade sehr mit Depressionen zu kämpfen hatte. Ihr Vater war gestorben, ihr Mann war gerade gestorben, Sie wissen schon. Es gab gerade so viele Dinge, die in sich zusammenzufallen schienen. Sie blickte aus dem Fenster und hatte eine Zeit allein mit Gott. Sie erzählte, dass es einfach unglaublich war. Sie sagte zu Gott: Wenn du mich in diesem Moment fragen würdest, was ich mir wünsche, würde ich sagen, wir brauchen auch etwas Unglaubliches. Wir brauchen einen Wendepunkt, wir brauchen irgendetwas. Sie sagte zu Gott: Weißt du, auch wenn du es nicht tust, ist das okay. Du hast meine Bitten auch in einigen anderen Bereichen meines Lebens nicht erfüllt. Trotzdem liebe ich dich immer noch. Ich werde dir mein Leben lang dienen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich in diesem Moment möchte, dann würde ich sagen, wir brauchen etwas Unglaubliches. Und innerhalb von 2 Tagen kam der Anruf von der Ellen Show. Wir gingen in die Sendung und all das passierte. Das ist wundervoll. Sie sind Christin, Sie waren sogar Missionarin, richtig? 2006 und 2007 waren Sloane und ich in China. Natürlich nicht offiziell als Missionare, das geht ja nicht. Ja, man geht besser als Englischlehrer, nicht wahr? Also stellte uns eine Firma ein und Sloane unterrichtete Englisch an der dortigen Universität. Großartig. Alles, was Sie jetzt tun, ist so etwas wie Gottes Hand zu halten. Es klingt so, als wenn Gott durch dieses kleine Video, das eigentlich nur für Freunde und Verwandte auf Facebook gepostet wurde, unglaubliche Dinge in Ihrem Leben bewirkt hat und es auch weiterhin tut. Ich meine, es ist einfach erstaunlich, was passiert ist. Es war dieser Schneeballeffekt. Ihre Geschichte ist sehr berührend. Sie schreiben gerade an einem Buch, um Ihre Geschichte mit der Welt zu teilen. Und das ist vermutlich eine gute Stelle für den Schluss. Aber erzählen Sie uns noch kurz von Ihrem Buch. Wie ist der Titel? Ein Verlag namens Indigo River Publishing aus Florida kam im Februar auf mich zu. Sie sagten, wir glauben, dass Sie eine großartige Geschichte zu erzählen haben. Wir denken, es wäre eine gute Idee. Ich fing also an zu schreiben und habe es beendet. Danach wurde es noch bearbeitet und auch Probe gelesen. Ja, sowas dauert lang. Das Buch heißt Powered On, also eingeschaltet. Es ist im November auf Englisch erschienen. Oh, großartig. Wir werden es in englischer Sprache gerne anbieten. Vielen Dank. Wir freuen uns darauf, mehr von Ihnen zu hören. Sarah, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie den weiten Weg von Texas hierher gemacht haben, um Ihre Geschichte zu erzählen. Sie haben uns berührt und inspiriert. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die immer noch hoffen, die immer noch warten, dass etwas Besonderes passiert. Ich glaube, dass Ihre Botschaft Ihnen die Ermutigung gibt, die Sie brauchen. Das trifft es genau. Es handelt von der Schönheit der Hoffnung und davon, Schwierigkeiten zu überwinden. Und zwar nicht nur Taubheit. Wenn es eine Sache geben würde, die Sie all den Menschen sagen könnten, die überall auf der Welt zusehen, was wäre das? Es gibt so vieles, was ich sagen könnte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, halten Sie fest. Was Gott verspricht, das hält er auch. Es mag nicht immer in unseren Zeitplan passen oder so geschehen, wie wir denken, aber es passiert. Amen. Wunderbar. Danke, Sarah. Es war uns so eine Freude. Danke, dass Sie hier waren. Bitte geben Sie einen Applaus.